Nein, das gibt's nicht. Ich bin doch so ein Idiot. Liebe Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Minen und Duels. Und wir haben einen neuen Gegner. Trey, Stonehenge. Also wenn ihr mich fragt, ich habe irgendwie keine Ahnung, was der kann. Also ich will nochmal Sternzeichen spielen. Diesmal checke ich das hoffentlich ein bisschen besser. Schade. Man kann nicht immer gewinnen. Okay. Danke. Ja, das ist ja mal nett. Okay, keine Special Summon in diesem Zug. Ist das gut oder schlecht? Das Stufe 5 als Spezialbeschwörung von. Oder dann Friedhof. In die offene Verteidigungsposition. So schlecht wäre das nicht mal. Und hier heißt's ein Exit. Okay, wisst ihr was? Ich mach. Das hier. Oder? Oh, Tanky. Ja, dann nehme ich Tanky. So. Die Frage ist, ich kann im ersten Zug eh nicht angreifen. Ich kann keine Special Summons machen. Aber wir machen trotzdem mal Tanky. Und beschwören den. Ja, bravo. Ich gratuliere. Ist das dein Ernst? Ey, Leute, guck dich das mal an. Das kann doch nicht. Ich. Ist doch trotzdem so behindert. Das Blöde ist ein bisschen, dass das die ist das so blöd, ey. Oh, im Moment, ich kann irgendwie nichts Schlaues machen. Das ist echt dumm. Das meine ich ernst. Da kann ich aber wieder keine Spezialbeschwörung. Sowas regt mich schon ein bisschen auf. Ich könnte einen Vierer machen eigentlich. Während des Damage Steps des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn ein Sternzeichen Monster, das du kontrollierst, angreift oder angegriffen wird, du kannst. Okay. Ja, aber ich will den nicht vergeuden. Also das ist halt so ein bisschen. Aha, wartet mal. Ich kann den ja vom Friedhof holen dann. Stimmt ja. Wir hatten nur 700. Nächstes Problem. Das Fee. Also komm, ich beschwöre mal den. Dann mache ich das. Aha. Dann pushe ich ihn selbst noch. Bevor er irgendwie teuflische Kette oder so macht. Weil das wäre jetzt nämlich übelst scheiße. So, jetzt könnte ich das machen. Und das mache ich auch. Oder? Und ich greife zuerst an.
Wusste ich's doch. Passt mir das? Einmal pro Spielzug, du kannst ein anderes Chronomal-Monster als Tribut anbieten und dann einer von den dass der Gede kontrolliert seine. Oh, das passt mir eigentlich überhaupt nicht. Das Problem ist. Doch. Ich muss es ihm auf die Hand zurückgeben. Das ist. Das ist blöde. Sonst ist es scheiße. Auf Deutsch gesagt. Du hat ihr. Ich Idiot, wieso habe ich die Zauberkarte nicht gespielt? Jetzt kann ich keine Karte mitziehen. Oh, das ist doch so blöd. Ah, oh, wie dumm kann man sein? Das gibt's auf den. Auf Friedhof, genau. Aha. Hey, ich kann mir Tanky nochmal auf die Hand zurückgeben. Bravo. Oh, das ist jetzt wieder so. Oh, Mann. Okay, das ist echt unnötig gewesen noch, aber naja. Scheiße. In deinem Friedhof verbanne es. Zieh dir dann die obersten zwei Karten eines Decks an. Füge einen von ihnen. Okay. Nee, immer noch nicht. Ich hasse es, wenn der Gegner so viele. Wenn so viele Karten auf dem Feld sind. Ich muss es riskieren, dass es eben. Keine Ahnung ist. Weiß auch nicht. Ja, das werde ich auch noch machen. Also, okay, gut. Jetzt sieht es langsam gut aus. Also, jetzt muss ich kurz studieren. Ich werde den beschwören, das ist klar. Der kann. Du kannst diese abhängen. Alles hätte. Oh. Omega. Der ist auch geil. Der ist echt geil. Während des Spielzugs eines billigen Spielers? Ja. Also das heißt, es ist schon Space P2. Wir haben zur Verfügung zu deinem normalen Sätzen und so. Kann ich hier nochmal also Normalbeschwörung beschwören. Das heißt, der Effekt würde kommen und ich kann dann den anderen hier nochmal, der pushen kann halt, kann ich dann holen. Dann tue ich den eins hoch. Oder ich beschwöre den und tue den dann spezial beschwören. Da kann ich den nochmal setzen, da kann ich den opfern, den anderen holen. Weißt du, ich mache jetzt zuerst mal Tanky. Ich werde ihm diese Falle auf die Hand zurückgeben. Und dann werde ich den anderen holen. Ihm das Monster auf die Hand zurückgeben. Ein OTK gibt es glaube ich schon nicht gerade. Aber ich kann sicherlich nochmal eine Karte ziehen. Ich mache es jetzt einfach mal. Direkt. Okay. So. Okay, und jetzt keinen Fehler machen, ne? Oh, scheiße, ich kann den Effekt ja nicht in dem Zug aktivieren. Ist das jetzt schlimm? Ne, ich glaube nicht. Ist nicht so tragisch. Also, ich werde. Ich werde den, dann den, dann den. Den beschwören. Zack. Aha. Zack. Zack. Ich könnte den jetzt auf 5 hochbringen, oder? Das bringt mir aber irgendwie nichts.
Sie können alle angreifen. Der 2000. Ich kann die auf 4 hochbringen, ne? Und dann kann ich den Omega holen und dann werde ich von Zauberanfall nicht betroffen. Und das eigentlich so 2 Züge lang. Ja, das mache ich so. Höhe seine Stufe 1. Oder ich push. Nein, das mache ich noch nicht. So. So, das müsste doch irgendwie ein bisschen zu funktionieren bekommen. Zack. Nein. Erfasst dein Gegner einen Monsterkarte und du keine Monsterkarte. Diese Karte spezialbeschwören mit deiner Hand beschweren, einmal pro Spielzug du kannst. Anstatt sein Monster, wenn das du kontrollierst oder das in einen Friedhof liegt. Die Stufe dieser Karte. Oh! Diese Karte wird dieselbe wie die derzeitige Stufe des Monsters. Kann nicht das Exil-Material verändern. Ah, das dachte ich schon. Was hat es denn für einen Sinn? Wir nehmen den. Ich kann mit dem immer noch einen holen, nicht vergessen. Nein, das gibt's nicht. Ich bin doch so ein Idiot. Das kostet mich jetzt gerade wieder an. Ich kann eigentlich nichts mehr machen sonst. Ja, das ist klar. Von Zauber- und Falleneffekten unberührt. Ist der Spell Speed 2, so oder so? Oh nein, das zerstört mir einfach so eine Tanky, Alter. Übelst fies. Nein. Nein, ich hätte noch. Ach, das ist wieder so ein Überlegungsfehler. Warum habe ich. Nein. Ach, die kommt leider einen Zug zu spät. Oder? Nicht unbedingt. Wartet mal. Kann mit dem. Ich kann ihm, glaube ich. Das muss ich wieder studieren. Also speziell, ich muss eine Spezialbeschwörung machen. Ich kann den nicht aktivieren. Das geht einfach nicht. Ich kann mit dem. Okay, das geht eigentlich so oder so. Ich kann aber zusätzlich noch. Wenn dann im Endeffekt kannst du zusätzlich so. Ja, aber pro Spielzug erhalten. Das ist klar. Jetzt kann ich mit dem dann den holen. Dann habe ich eigentlich eine gesetzt und dann kann ich den noch holen. Weil dann muss ich den nicht weggeben. Dann habe ich den noch. Müsste ja eigentlich funktionieren. Kann ich den zweiten holen, der auf die Hand zurückgeben ist und so scheiße. Nein, nein. Doch eigentlich schon. Weil eigentlich stirbt er wahrscheinlich in diesem Zug. Dann werde ich das aktivieren. Hol ich den. Ja, guck, das funktioniert. Wähle ein Monster. Seine Stufe um 1. Ja, die Züge sind halt einfach elends lang. Hä? Du kontrollierst oder das in deinem Friedhof liegt. Okay, ich hätte vielleicht. Oh, scheiße. Und jetzt.
Oha. Boah, Alter, das ist übelst übertrieben eigentlich. Bleiben von. Ja, ich kann immer noch eine Karte ziehen. Ja, was gibt's denn noch für ein. Ja, das mache ich jetzt auch gerade. Geben das Monster zurück auf die Hand. Ich will den. Zack. Zack. Wow, Alter, das ist ja Monster Damage, ey. Wow. Ah, Glück gehabt. Oh, shit. Ja, das ist irgendwie heftig. Ah, was haben wir hier? Niederträchtiger, bla bla bla, Meeresqualler. Ne? Nebelvogel. Rückkehr der Monarchen. Du kannst gerne Monster Spezialbeschwörung, deine, wenn du ein Monster hast, publishen. Füge deine Hand ein Monster mit. Oha. Ja. Okay. Ja. Ja, okay, das ist dann Kite. Kaito. Der heißt doch gar nicht Kaito. Kite. Tenjo. Tenyo. Oder so. Ja, Leute. Das war wieder ein bisschen länger Part mit nur einem Gegner. Ich glaube, das kann ich nicht unbedingt einhalten. Zwei in einem Part. Aber hey. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Pick Trader. Tschüss zusammen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen.